can't pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Dance Music ist wie eine Flüssigkeit. Die Leute wollen Spaß, darum ging es in den 80ern. Es war großartig. Flashback. Was ich jetzt an der Ostküste in Amerika sehe, ist, dass jeder Club Oldschool Music spielt. Sie greifen darauf zurück. New York City, South Bronx, Anfang der 80er. Cella Barcellos Club Disco Fever ist ein Geheimtipp. Nicht jeder darf rein, doch wenn man die Tür geschafft hat, bietet das Disco Fever ein Programm, mit dem sich der Club von anderen definitiv abhebt. Disco ist immer noch ein Sound, der in dem Club läuft. Doch eine andere Musik taucht langsam auf: Rap. Größen dieses Genres wie Grandmaster Flash und Curtis Blow geben sich im Disco Fever die Klinke in die Hand. Fast jeden Abend steht ein anderer Künstler auf der Bühne. Die DJs legen nicht nur auf, sie beziehen das Publikum mit ein. Durch die Musik und den DJ bildete sich aus den Besuchern so was wie eine Einheit. Es wurde von Woche zu Woche voller, weil die Leute sich mit einbringen wollten. Das führte dazu, dass alle Gäste im Club, auch wenn sie sich nicht kannten, dachten, dass sie alle zusammengehören. Dann hat mir Russell Simmons beigebracht, wie ich ein eigenes Label führen kann, Fever Records. Ich habe Games People Play von Sweet G, meinem Manager, rausgebracht. Die Scheibe wurde überall Nummer 1, meine erste Platte. Das war also meine erste Platte, die ich produziert habe. Das war schon cool. New York, die Stadt, die niemals stillsteht? Von wegen. Wer tanzen möchte, hat es heutzutage schwer. Denn der Bürgermeister Rudy Giuliani trat einst an, aus New York City eine saubere Stadt zu machen. Im Rahmen seiner Quality-of-Life-Kampagne in den 90ern verbot er auch das Tanzen. Das in Vergessenheit geratene Cabaret Law, das in den 30er Jahren das Tanzen in New York nur in Etablissements mit einer Cabaret-Lizenz gestattete, wurde reaktiviert. Dieses setzte eine Kettenreaktion in Gang. Wir haben heutzutage keine großen Clubs mehr in New York. Auch wenn die Stadt denkt, dass der Broadway mit seinen Shows eine Menge Geld in die Kassen fließen lässt, haben Studien bewiesen, dass die Clubs in den 80ern, als sie noch groß und erfolgreich waren, genauso viel Geld nach New York gebracht haben. Ursprung des House-Movements, die 70er. Da kam man am Studio 54 nicht vorbei. Früher standen Stars und Sternchen Schlange vor dem Gebäude. Heute wartet das Publikum hier auf Godot. 647 Broadway war die Adresse für David Mancusos berühmte Loft-Partys. In den 70ern eine echte Institution. Die Paradise Garage wurde 1976 in der 84 King Street, New York, eröffnet. Sie gilt nach wie vor als die Club-Legende in Sachen Uptempo, Soul, Disco und frühen House-Tracks. Der Besitzer der Paradise Garage war Mel Sharon. Ihm gehörte auch West End Records. Er machte also fast das Gleiche wie ich. Einen Club besitzen, den Sound anhören, sehen, was ein Hit werden könnte, um zu wissen, was man veröffentlichen kann. Ich bin ungefähr 1982 dorthin gegangen. Obwohl ich noch keine Musik gemacht habe, war das die Musik, die ich hören wollte. Das war einer der Clubs, wo ich sein wollte. Ich war mit meinen Brüdern und Cousins da und konnte es erleben. Als ich anfing, Musik zu produzieren, habe ich mein Unterbewusstsein genutzt und es beim Musikmachen visualisiert. Oh, das könnte dort funktionieren. Du wolltest, dass deine Platte in der Paradise Garage gespielt wird. Was wäre der Club ohne die DJ-Legende Larry Levan? Knapp 10 ausschweifende Jahre hinweg war er der exzentrische Superstar unter den New Yorker DJs. Ein Paradise Garage-Klassiker ist der Song Is It All Over My Face. Im Laufe der Jahre erfährt der Titel immer wieder eine Auferstehung.
Ich habe eine neue Melodie für den Anfang geschrieben und bin dann wieder zum alten Song zurückgekehrt. Es ist eine Mischung aus neuen Vocal Parts und dem Original. Das Scratchen wird in den 80ern zum festen Bestandteil des DJing. Mit zwei Plattenspielern zaubern die echten Könner einen neuen Song aus dem Hut. Ein DJ, der sich langsam einen Namen macht, ist Afrika Bambaataa. Sein Song Planet Rock leitet eine Revolution in der Dance-Music ein. Ich übernahm den Sound des Technopop, der dank Kraftwerk, Yellow Magic Orchestra und Gary Newman entstanden ist. Ich nahm das, was sie mit dem Techno-Pop-Sound gemacht haben, und habe etwas James Brown, George Clinton und Sly Stone hinzugefügt. So wurde der Electro-Funk-Sound von Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force geboren. 1983 bekommt der Electro-Funk-Sound von der Sängerin Shannon ein Popgewand verpasst. Der Klassiker Let the Music Play wird weltweit 8 Millionen Mal verkauft und sorgt für volle Tanzflächen. Das war der Hammer. Ein echter Disco-Klassiker. Damals gingen die Leute in die Clubs und es gab einen Tanz namens Vabbo Dance. Ich habe Baggy Pants getragen und ungefähr so getanzt. So gedreht und abgechillt. So war das früher. Mit dem alten Vabbo Dance und Let the Music Play. Wir sind völlig ausgeflippt. Es war verrückt, denn als Let the Music Play veröffentlicht wurde, ging ich noch zur Schule und habe gearbeitet. Es war diese leise Aufregung, denn ich habe den Song im Radio gehört, aber habe niemandem davon erzählt. Ich dachte, dass ich damit meinen Job gefährden würde. Ich dachte nur, ich gehe noch zur Schule, ich brauche meinen Job. Eines Tages bin ich zum Zeitungshändler gegangen und habe mir das Billboard Magazine geholt. Und der Song war Nummer 1 in den Dance Charts. Aber zu dieser Zeit wurde Dance Music noch nicht so ernst genommen. Es galt als Bubblegum-Musik. Aber Let the Music Play ist so hart eingeschlagen, dass bei den Grammys eine Dance-Kategorie eingeführt wurde. Die dachten, oh, wir müssen Let the Music Play einbringen. Und in dem Jahr wurde ich nominiert. Ich sah, dass Shannons Sound viele Ähnlichkeiten mit dem der Soul Sonic Force hatte. Es wurde etwas früher Disco-Musik mit etwas Europop und elektronischer Musik vermischt, besonders die von Kraftwerk. Ich will euch mal was sagen. Ihr denkt, dass die hier gut aussehen? Ich habe etwas, was atemberaubend aussieht. Ladies and Gentlemen, Shannon! Yeah.
between the hip-hop songs and the rap songs. Der Hip-Hop und die Rap-Songs sowie Shannons Musik und die Freestyle-Musik gaben eine schöne Mixtur von dem, was gerade in den Clubs angesagt war, soweit es die kommerziellere Musik betrifft. In terms of commercial music. Let me tell you something. Ich bin im Funhouse aufgetreten und habe das Opening für Madonna gemacht. Als ich reinkam, dachten alle, dass ich Madonna wäre. Und umgekehrt, dass sie Shannon ist. Weil Holiday ist ein sehr R&B-mäßiger Song. Als die Leute uns sahen, dachten sie, dass ich Holiday singe und Madonna Let the Music Play. Weil Let the Music Play ein Popsong ist. Ich war ein braves Mädchen. Tut mir leid, dass ich euch enttäusche. Ich bin nur ein braves, sexy Mädchen. Just a sexy good girl. In den 80ern war Dance-Music schon fast Pop. Nicht ganz, weil Popmusik immer noch wie ein König regierte. Aber Dance brachte eine frische Brise, weil diese Musik im Radio gespielt wurde. Die Leute hörten die Songs im Radio und tanzten dann dazu in den Clubs. Die Dynamik war viel stärker. Es war nicht so, dass die Club-Sounds niemals den Club verlassen hätten. In Frankreich sieht es mit der Dance-Music in den 80ern noch nicht so üppig aus. Erst in den 90ern wird French House weltweit für Furore sorgen. Trotzdem gab es schon einen Vorreiter. Dimitri from Paris steigt über das Radio zum gefragtesten DJ Frankreichs auf. Bekannt ist der Soundtüftler vor allem durch sein Lounge-Album Sacre Bleu, welches 1997 auf den Markt kommt. Ich hatte eine Radiosendung, wo ich meine Mixe und Re-Edits spielte. Das hat einen Produzenten auf mich aufmerksam gemacht. Der wollte, dass ich einen Remix für Les Yeux de Laura von Gou Deluxe mache. Mein erster Remix aus dem Jahr 1985. Hier ist die Platte. Plattenlabel meinten, wir brauchen einen Remix. Dieser Kerl von der Radiostation macht Sachen, die den DJs gefallen. Lasst ihn uns buchen. Für eine Weile war ich der einzige französische Remixer. Von 1986 bis in die frühen 90er. Seit frühester Jugend ist Dimitri from Paris dem ironischen Glamour der Disco-Musik verfallen. Dimitris Spezialität sind sogenannte Re-Edits von Disco-Klassikern. Für den DJ-Remix-Service DMC fertigt er diverse Mixe an. Mit Erfolg. Er wird zu einem der großen Wegbereiter elektronischer Tanzmusik in Frankreich. Zwischendurch nimmt er sich gerne einer seiner Lieblingsbands an und verpasst ihr ein neues Gewand. Imagination mit ihrem Frontmann Lee John. Ständig benutzten Leute Songs von Imagination. Es gibt viele Mashups von Mariah Carey. Auch die Rapband The Farside hat Just an Illusion benutzt. Es gibt ein Mashup von Scream von Michael und Janet Jackson mit Music and Lights. Burning Up wurde verwendet. Tupac wurde mit Just an Illusion gemixt. Will Smith, Jay-Z. Die Liste ist endlos. Imagination wird oft als erste schwarze Superband aus Großbritannien bezeichnet. Anfang der 80er landeten sie Hits wie Body Talk oder Just an Illusion. Der laszive Sound der Band wurde durch ihre auffallenden Outfits noch unterstützt. Kaum eine Band hatte so viel Mut zur Lücke in der Garderobe. Imagination mochte ich immer. Auch wenn Leute dachten, dass sie geschmacklos sind. Weil viele sich einfach nur an ihrem Look orientierten, über den ich mal lieber nichts sage. Aber die Musik war unglaublich. Sie hatten einen ganz eigenen Sound. Wir machten ungefähr das, was weiße Rockbands gemacht haben. Sie haben Grenzen gesprengt. Mit den Mikrofonständern zwischen den Beinen wie mit einem Phallus-Symbol gewackelt. Zum Beispiel unsere Outfits. Eigentlich hatten wir ganz normale. Aber man entschied, dass wir ein Suspensorium tragen sollten. Das betont gewisse Körperteile noch mal ganz besonders. Das macht alles ein bisschen, naja. Wir haben mit der Sexualität, aber auch mit der Sinnlichkeit gespielt. Aber halt nicht so offensichtlich.
played with the sexuality and the sensuality, but we weren't blatant. In den 80ern war New York eine der größten schwulen Metropolen der Welt. Die Schwulen waren die Vorreiter für diverse Sounds. Schon 1969 wehrten sie sich erstmals erfolgreich gegen Polizeirazzien in der Bar Stonewall Inn, setzten eine weltweite Bewegung in Gang. Die schwule Kultur ist mir aufgefallen, als ich nach New York gefahren bin. Die beste Musik wurde in den schwulen Clubs gespielt. In manchen Clubs spürte man das Ausbrechen von dem Druck, den die Gesellschaft ausübte, und von gewissen Regeln, die außer Acht gelassen wurden. Das machte die Musik anders, auch wie sie von den Leuten aufgenommen wurde. Es war eine Zeit, in der die schwule Gemeinschaft mehr akzeptiert wurde. Und es gab mehr Freiheiten. Being more accepted and there was more freedom. Die Freiheit nehme ich mir, könnte ein Motto der schwulen Partys in den 80ern gewesen sein. Je wilder, desto besser. Ausschweifungen auf der Tanzfläche, die völlige Hingabe an den Beat, den der DJ vorgibt. Und das Outfit, je schräger, desto besser. Ich bin im Sexshop gegangen, habe mir Sachen gekauft und bin damit durch die Straßen gelaufen. Das ist so ganz normal. Heute ist das in jedem Christina Aguilera-Videogang und gäbe. Aber damals war das ein Ding, dass man mit Sachen aus dem Sexshop rumlief und so. Es gab viele Leute, die versuchten, eine schwule Fangemeinde zu haben. Manche versuchten es mit aller Macht, weil sie wussten, dass sie es am Leben hält. Die schwulen Fans haben mir ermöglicht, all die Jahre zu arbeiten. Das Aufkommen von AIDS Mitte der 80er stürzt die Gay-Community in eine tiefe Krise. Angst geht um. Ich denke, dass AIDS ganz viel verändert hat. Es gab ein Davor und ein Danach. Ich erinnere mich, dass François Kevorkian mir das erzählt hat. Erst dann habe ich realisiert, was AIDS in New York ausgelöst hat. Man sagte, stell dir vor, dass all die Leute, die du kennst, all deine Freunde, in 6 Wochen sterben. Kondome schützen und Italo-Disco lenkt ab vom puren Horror durch spaßigen Plastiksound. Hört sich an wie Trash, ist auch welcher. Doch gerade diese Sounds sind aktuell wieder in den Clubs präsent und haben House Music mit vorbereitet. Einer der Protagonisten, Dan Harrow. Ansonsten plätscherte auch viel anderer Italo-Synthie-Pop besonders in die deutschen Charts. When we are together, rainy days, going in your eyes, tell me where's the way. Ich weiß, dass Italo-Disco sehr beliebt ist in einigen Underground-Kreisen mit dem ganzen Cosmic-Style, so wie sie es nennen. Ich mochte es damals nicht so gerne. Es gab ein paar Sachen, aber das meiste war so geschmacklos wie Ryan Paris. Deshalb fällt es mir schwer, an die Zeit zu denken. Aber wenn man tief genug wühlt, gibt es einige tolle italienische Produktionen. Wie den Club-Klassiker Dirty Talk von Klein and MBO, zu dem hier die Disco-Gänger gerade abgehen. Der Track ist in den USA ein Underground-Hit. Die schrägste Disco-Diva aller Zeiten ist wohl Divine. Native Love und Shoot Your Shot werden zu weltweiten High-Energy-Hits. High-Energy, das Erweckungserlebnis für spätere House-DJs wie Westbam. Der New Yorker Produzent Bobby Orlando etabliert den Sound. Ich liebe High-Energy-Music, besonders Bobby O-Scheiben. Ich habe sie alle gesammelt. Ich wusste, was funktioniert und was nicht. Das war wichtig.
Manche Songs waren super. Keine Hits, aber sie hatten tolle Ideen. Eine tolle Idee hat auch der Brite Ian Levine. Warum nicht dem Sound einen Hit mit gleichnamigem Titel geben? Und dann noch der längste Schrei der Musikgeschichte von Miss Evelyn Thomas. Man muss halt sehr viel Koks genommen haben, um das zu genießen. Ja, und wirklich Lust haben zu tanzen. Es war ein komischer Mix aus Euro-Disco, Italo-Disco und elektronischen Sounds. Ein europäisches Ding. Ich kannte einen sehr, sehr lustigen High-Energy-DJ, einen Italiener namens Fabio, der immer gesagt hat, in schlechten Schweizerdeutsch, schneller, ihr Schlampen. Das hat immer den Platz immer weiter hochgepitcht, schneller, ihr Schlampen. Das fand ich ganz großartig. Und so ist High-Energy, schneller, ihr Schlampen. So ist das. High Energy ist vor allem in schwulen Clubs populär. Bei 130 bis 140 Beats per Minute konnte man den eigenen Körper neu erleben. Der Sound zeigte jedoch schnell Abnutzungserscheinungen. Aus historischer Sicht geht er als Übergangsform von Disco zu House in die Musikgeschichte ein. Der Sound ist nicht funky. Die Musik ist schnell. Ihre Wurzeln liegen im Motown-Sound. Sehr Abtempo. Und sie beinhaltet diese Euphorie, diese ekstatischen Diva-Vocals. Als Divine einen kommerziellen Hit mit You Think You're a Man hatte, wurde mir klar, dass ich auch einen Hit haben kann. Egal wer ich war, was ich sagte oder was ich denke. Wenn die Platte gut genug ist, würde sie ein Hit werden. Dann habe ich Spin mir aufgenommen. Es gibt keine Schublade für den Song. Er ist ein Pop- und kein High-Energy-Hit. Er war in 17 Ländern Nummer 1, bekam Gold und Silber. Er war in den Popcharts, also keine High-Energy-Nummer. Er hat alle Grenzen gesprengt. In Wirklichkeit gibt es nichts, was daran cool ist. Wir sind Sonderlinge, alle im Musikgeschäft. Ob sie nun Hip-Hop, Dance-Music oder Popmusik machen. Sonderlinge. Wir leben in einem dunklen Raum für über 16 Stunden am Tag, um die perfekte Platte zu machen, die euch zum Tanzen bringt. Wir starren den ganzen Tag den Computer an. Es geht nicht ums Coolsein. Wir sind Eremiten in einem dunklen Raum. Sonderlinge. We're nerds. In New York brodelt Mitte der 80er ein neuer Sound im Underground. Vorreiter ist wieder einmal Afrika Bambaataa. Nachdem Shannon seinen Sound schon in die Popcharts brachte, sind es jetzt Latinos und Puerto Ricaner, die Planet Rock wieder als Vorbild nehmen. Und auch Cell Abatiello hat wieder den richtigen Riecher. Wenn man sich die Musikgeschichte anschaut, startet jede Musikbewegung mit Teenagern. Damals war im Doo-Wop, Disco, Motown und Rock'n'Roll, alles. Latin, alles begann mit Teenagern. Und plötzlich sah ich eine neue Generation von 15- bis 17-jährigen Kids, die zu ihrer Musik tanzten. Zu Beats, Hip-Hop, Dance-Music, mit einem Latin-Einfluss. And with a Latin flavor. Zu den größten Künstlern des neuen Latino-Sounds gehört K7, der mit zwei Freunden eine Band namens TKA gründet. Ein weiterer Topf, aus dem Haus sich bedient. Meine Band, TKA, wir fingen an, Liebeslieder auf die Instrumentalversion von Play at Your Own Risk zu schreiben, weil wir Rapper sein wollten. Das Plattenlabel, zu dem wir kamen, war Tommy Boy. Die haben die meisten Songs produziert, die ich damals mochte. Sie wollten, dass wir weniger eine Rap-Band, sondern eher eine Gesangstruppe sind. Wir sind aus einem Grund hier. Freestyle-Music, nicht wahr? Klatscht in die Hände für TKA! Yeah.
band in itself, the energy. Die ganze Band, ihre Energie, die sie schon in den 80ern hatten. Es ist der Wahnsinn. Es gibt heutzutage keine Musik wie damals. Nicht einmal annähernd. Wir hatten einen anderen Club zu der Zeit, The Devil's Nest. Aber wir spielten Latin Music. Als ich das alles sah, bin ich zu meinem Vater gegangen. Dad, ich habe Latin Hip-Hop entdeckt. Der meinte nur, ach, ich will von Hip-Hop nichts mehr hören. Und ich, das wird das neue Ding, Latin Hip-Hop. Ich habe es so genannt, weil ich nicht wusste, wie ich es sonst nennen sollte. Wenn du zum Club kamst, musstest du in einer riesen Schlange stehen, die um den ganzen Block ging. Wenn du an der Tür warst, hat der Türsteher entschieden, ob er dich mag oder nicht. Und ob er deine Klamotten mag, damit du reinkommst. Und wenn du erst mal drin warst, hat sich die Hölle aufgetan. Im Devil's Nest gibt es nicht nur Miss Bikini-Wahlen. Der Latin-Hip-Hop- oder Freestyle-Sound bringt die angesagtesten Künstler in den Club. Jeder will dort auftreten. Die Latino-Welle schwappt weiter in andere Clubs. Auch in Miami gibt es einen Ableger des Freestyle, den Miami Freestyle. Ein DJ, der in den 90ern noch ein ganz großer werden wird, ist Little Louis Vega. Er startet im Devil's Nest. Es passierte in der Stadt, meistens in New York City, im Palladium, dem 1018. Wir sind ins Underground gegangen, überall in ganz New York City. Manhattan, sogar in New Jersey. Es war überall. Es waren einfache und schöne Texte, die jeder mitsingen konnte. Deshalb lebt Freestyle immer noch, weil die Texte und Hooks so einprägsam sind. Auf Sleeping Bag, einem der angesagtesten Labels der Zeit, bringt Joy Sims ihre ersten Tracks heraus und arbeitet dem späteren Vocal House zu. Das Gute bei Sleeping Bag war, dass wir alle DJs kannten. Das war so, okay, wir gehen heute in einen Club. Ich habe einen neuen Track, spiel den mal. Dann haben wir gesehen, wie der beim Publikum ankam. Wenn die Reaktion nicht so toll war, sind wir ins Studio zurück. Das ist mit manchen Songs passiert. Allzu oft kann es jedoch nicht passiert sein. Denn neben ihrem Welthit Come Into My Life hat Joy Sims schon zwei andere Clubklassiker auch in Europa etabliert. All and All und Lifetime Love. Manchmal singen sie es lauter als ich. Es ist lustig. Sie kennen jedes Wort. Das ist schon ein tolles Gefühl. Kleine Kinder sprechen mich an. Oh, ich liebe deinen Song. Meine Mutter spielt ihn ständig. Ich sage da nur, danke, Sweetie. Ich bin nicht in New York City aufgewachsen, sondern in Upstate New York, in der Nähe von Kanada, in Rochester. Die Musikszene dort war ganz anders als in New York City, wo es mehr Clubmusik und House-Music war. Was?
House Music bekommt nun ihren Namen. Von einem alten Nightclub in Chicago, The Warehouse. Ende der 70er Jahre legt der DJ Frankie Knuckles dort auf, mixt alte Disco-Klassiker mit Europop und synthetischen Beats zu einer tanzflächenfüllenden Mixtur. 1986 gelingt der Durchbruch von Chicago House. Tracks wie Love Can Turn Around von Farley Jackmaster Funk landen sogar in den englischen Top 5 der Charts. In der Chicago-Szene gab es eine Art Drogenelement und viel Hedonismus. Die Musik war nicht der Hauptfaktor. Es ging mehr ums Tanzen und Schwitzen und darum, sich im Sound zu verlieren. Die House-Szene in Chicago fand genau parallel zu dem statt, was wir in Detroit angestellt haben. Ich weiß nicht, wie weit voraus oder zurück. So viel ich weiß, war, als ich meine erste Platte produzierte, Chicago auch schon am Laufen. Leute wie Jesse Saunders, Chip E. und Farley Jackmaster Funk hatten tolle Radioshows, bei denen sie eine Art Battle im Radio machten. Am Wochenende 5 bis 6 Stunden lange Mixshows. Du hast nicht nur ihre, sondern auch unsere Musik gehört. Man fuhr in die Stadt und hörte plötzlich Strings of Life. Man konnte DJs wie Frankie Knuckles oder Ron Hardy sehen. Derek May und ich sind ständig in Chicago gewesen. Das war ein toller Support. Great Support. Chicago, da war ich zufällig und da war ich auf so einer Warehouse-Party und die schwarze Gaze-Szene. Die hatte eben keine Lust, in Buntfaltenhosen rumzulaufen und schick zu hören, sondern wollte irgendwas anderes hören. Und das war von vornherein track-orientiert und die kannten auch alle Duff und Kraftwerk, also waren sehr europäisch orientiert. I was not a big fan of house music. Ich war nie ein großer Fan von House Music. Der Grund? House Music ist toll, wenn man im Club tanzt. Aber wenn ich im Club bin, warte ich meistens im Keller auf meinen Auftritt. Waiting to go to perform. Und alles, was ich höre, ist. Und wenn du nicht tanzt, kann dir der Sound ziemlich auf die Nerven gehen. Dieses Pochen in deinen Ohren ist nervig. Ich habe eine Nachbarin, die gerne aufstampft. Und ich habe dann das Gefühl, als ob sie über mir ist. London explodiert der House-Sound 1988. Er verändert die Clubkultur für immer. Im Sommer 1988 war ich in England. An einem Montagabend bin ich in einen Club namens Spectrum gegangen, um Paul Oakenfold zu hören. Dann spielte er Big Fun. Und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben solch eine Energie in einem Club gespürt. Und ich habe viele Clubs und einen, wie ich finde, der besten Clubs wie das Paradise Garage erlebt. Ich habe noch nie solch eine Magie gesehen. Die Leute waren auf einmal gerührt und alle wollten nur noch tanzen. Alle haben geschrien und die Arme in die Luft gerissen. Es zeigte mir, was für eine Kraft unsere Musik hat. Und wieder brodelt es in der schwulen Clubszene. Es kommt zu Kämpfen. Doch nicht mit Fäusten, sondern mit dem Körper. Leute, die sich aufgerüscht und im Club gegeneinander gekämpft haben. Mit einem Tanz, der Posen von Models imitierte. Es wurde in etwas verwandelt, was die Leute als Voguing bezeichneten. Voguing.
Was Malcolm McLaren mit Waltz Darling und Deep in Vogue angefangen hat, wird eine gewisse Madonna etwas später noch weiter in den Mainstream pushen. Plötzlich sah man all diese Posen und Bewegungen, eine nach der anderen, zu einem elektronischen Beat. House Music hat seine Wurzeln in der schwarzen amerikanischen Musikkultur. Da gibt es die Gospel-Qualität bei einigen Vocals. Dann das Piano, das manchmal wie das Boogie-Woogie-Piano aus dem Rhythm and Blues klingt. Manche Leute beschreiben House Music als Kirche für die Ungläubigen. Es gibt den Tänzern das Gefühl einer Gemeinde. Sie finden die Erlösung, die man in schwarzen amerikanischen Kirchen sieht. Kevin Saundersons Remix für den Wee Papa Girl Rapper Song Heat It Up führt zu einer wahren Auftragsflut. Jede Woche bekam ich Remix-Aufträge und ich habe viele abgelehnt. Aber mit manchen Songs konnte ich was anfangen. Ich wusste nicht, wer Samantha Fox ist. Ich habe einfach einen Remix gemacht, weil ich aus dem Song was machen konnte. Frau Fox als Acid Queen. Da wundern sich manche Clubgänger, zu wem sie da gerade tanzen. DJs wollen Sachen spielen, die ihr Publikum unterhalten. Denen ist egal, wer das ist oder woher es kommt. Und wenn es für sie funktioniert, reicht es. Deshalb samplen sie es. Weil wenn jemand es schon mal vorher gemacht hat, wollen sie es nicht nachbauen. Sie klauen und benutzen es. Mars, ein britisches House-Music-Projekt aus dem Jahre 1987, welches mit Pump Up the Volume einen wahren Sampling-Reigen eröffnet. Aus alt mach neu. Und sind die Rechte an den Samples geklärt? Ivo. Am Anfang war es aufregend. Oh, schau mal, ich habe diese Platte mit einer anderen gemischt. Heute haben wir das gleiche Ding. Wir nennen es Mashup. Leute finden es toll, die Vocals von, ich weiß nicht, Elvis Presley über einen Snoop Doggy Dogg Song zu hören. Die beiden verbindet nichts. Aber manchmal hörst du dir das an. Und die guten klingen echt okay. Alles wird gesampled, alles. Man hört ein Lied und plötzlich denkt man, oh, das ist gar nicht mehr der Song, sondern ein ganz anderer. Diverse UK House Acts kommen auf den Markt. An der Spitze steht die blonde Jazz, die auch schon mit Cold Cut und Doctor in the House punktete. Als der Acid-Sound aufkam, hat er eine ganz andere Zielgruppe angesprochen. Auch Leute in meinem Alter. Er war so verrückt und futuristisch. Er erinnerte mich an Bands wie Duff und Cabaret Voltaire. Er hatte diesen futuristischen, derangierten, abgefahrenen Sound. Der Sound von Leuten, die ihren Verstand verlieren. Acid House kommt eigentlich aus Chicago. Doch in England wird der Sound noch einmal durch den Wolf gedreht. Acid wird zum Tarzan-Schrei der Clubgänger. Der Smiley erlebt ein Revival als Kultsymbol. The
Die Acid-House-Szene hat große Produzenten kaputt gemacht, weil auf einmal alle in ihren Schlafzimmern produzieren konnten. Es war wie beim Punk, nur mit Technik. Now you know you're wrong. You hear it in future, Zoom and Spectrum. And we call it acid. Was mich betrifft, waren das Kids, die blöde Drogen genommen haben und wie Bekloppte zu hypnotischer Musik getanzt haben. Es hatte nicht den Glitter von Disco. Keine von den Platten war so positiv wie eine Donna Summer, Sylvester oder Bob Yo-Scheibe. Für mich war das ein hirnloses Summen. Man musste schon Drogen genommen haben, um dem was abzugewinnen. '1989 gibt es für die Clubgänger in England nur eine Frage. Wo ist der nächste Rave? Ganze Autokolonnen schlängeln sich durch England. Doch mit den Raves kommt auch der Drogenkonsum. Die englische Presse berichtet von Jugendlichen im Acid-Rausch. Das macht die Kids auf das neu entstandene Rave-Phänomen erst aufmerksam. Das Ding mit den Zeitungsartikeln ging nach hinten los. Auf einmal waren viele Leute interessiert, die noch nie davon gehört hatten und wollten es ausprobieren. Junge Kids gingen zu den Raves und nahmen Drogen, ohne vorher damit in Berührung gekommen zu sein, ohne auf Acid oder Ecstasy vorbereitet zu sein. Die Zeitungsartikel haben also etwas kreiert, was zu einer Art sich selbst erfüllenden Prophezeiung wurde. What they were writing about, in a sense, it became a kind of self-fulfilling prophecy. Stand up for your love rights. Als der Staat immer mehr eingreift und die Raves verbieten will, geht die Jugend auf die Straße und kämpft für ihr Recht zu feiern. Durch den Einfluss der House Music aus Chicago und Detroit bildet sich auf einmal etwas ganz Eigenes. Die Clubkultur wird nie wieder die gleiche sein wie vorher, und das weltweit. England übernimmt in der Musikgeschichte oft die Rolle, um die Musik von anderen zu verpacken und etwas drumherum zu wickeln. Wie bei der schwarzen Musik in den 60ern. Da wurden Rebellion und künstlerische Ideen hinzugefügt. Bei House und Techno auch. Wir haben eine ganze Subkultur entstehen lassen. Das ist der Auftakt der 90er. Das Jahrzehnt des Techno und des Dancefloors. Aus Acid Party wird Love Parade. Auch heute noch inspiriert Detroit Techno die Musikwelt. Der Song You Belong ist eine Hommage an Inner City. Zum ersten Mal, als ich es hörte, meinte ich, das klingt ja wie Inner City, nur langsam. Sie haben tolle Vocals, ein schönes Arrangement und können singen. Aber es klingt wie wir, nur langsam. Dann dachte ich, Mensch, die waren von mir inspiriert. Für mich hört es sich immer noch sehr frisch und etwas futuristisch an, so wie es zusammengestellt wurde. Man nimmt etwas aus der Vergangenheit und macht was Neues draus. Das gefällt mir. Mit ihrer eigenen Band Jessica Six ist Nomi Ruiz gerade erfolgreich durch Europa getourt. Im Gepäck Dance Sound mit Anleihen an vergangene Zeiten, neu verpackt. Es ist eine frische, neue, sich jung anhörende Dance-Music, durchtränkt mit Soul und R&B. Unsere Einflüsse kommen aus den 80ern. R&B
Der Produzent und DJ François Kevorkian spielt als Resident bei der Deep Space Party im New Yorker Club Cielo seinen ganz eigenen Sound. Weg vom kommerziellen Einheitsbrei. Old School trifft Drum and Bass und dabei geht Tribal-Rhythmen. Er hat seine Stadt gefunden. Europa schon 1975 den Rücken gekehrt. Ich lebe in New York und nicht in Europa, weil die Leute dort nur die Elemente von der Dance-Music benutzen, die für sie relevant sind. Kulturell haben sie alles weggelassen, was für ihre eigene Kultur nicht von Bedeutung war. Lee Johns aktuelles Album Feel My Soul zeigt seine Liebe zum Jazz. You took me with your power, slowly, till our bodies became as one. In the heat of the moment, my heart became open. Time overflow. I just feel that. Ich denke, dass die Musik der 70er und 80er bei uns bleibt. Sie lebt. Black Music kommt vom Herzen, Soul Music auch. Wir umschreiben es als Dance Music, House Music, Garage Music, was auch immer. Aber es bleibt bei einem. Ich liebe es zu tanzen, tanzen zu gehen und Spaß zu haben. Aber ich tanze sehr selten zu meiner Musik. Alle anderen, nur ich nicht. I will say that I ever dance to my own music. Everybody else does, you know, but I never do. Last year I was in Atlanta and letztes Jahr war ich in Atlanta. Ich hatte erwartet, 50 Cent und Konsorten im Radio zu hören, aber das tat ich nicht. Ich hörte The OJs und sogar ein paar meiner Tracks. Ich war total überrascht und geschockt zugleich. Dann ging ich zu einem Plattenladen, der eine große R&B-Abteilung hatte. Die war bis oben hin gefüllt. Keiner kaufte die Platten. Wenn man hingegen in die anderen Abteilungen guckte, wo die alten Scheiben sind, die kauften die Leute. Ich hatte keine Ahnung, dass All and All und Come Into My Life, die Tracks aus dieser Ära, so lange überleben würden und heute immer noch so beliebt sind. Das erstaunt mich immer wieder. Erstaunlich ist auch, wie beliebt der Freestyle-Sound in Amerika immer noch ist. Joyce Sims und ihre Kollegen aus dem Dance-Bereich füllen im Team große Hallen wie den Madison Square Garden in New York, wenn sie auf die Freestyle-Extravaganza-Tour gehen. Man hat Mittelamerika. Die hören dort Country, etwas Top 40, nicht alles. Dann gibt es Randgebiete wie New York, Miami, Virginia und Texas. Und die nehmen Dance-Music an. Aber sie wollen nicht, dass ihre Stars Pop werden. Heutzutage hat man eine Frau wie Lady Gaga. Eine unglaubliche Künstlerin, Songschreiberin, Performerin. Sie schafft es, die Grenzen zu überqueren wie Madonna. She's able to cross the boundaries. Like a Madonna did. Es ist Pop, ein bisschen Hip-Hop, R&B. Es hat Dance-Elemente. Es hat Elektro. Ich rappe manchmal, ich mache alles. Lady Gaga macht nichts anderes, als was Madonna gemacht hat. Tolle Künstlerin. Ich klatsche Beifall. Sie ist Madonna. She's Madonna.
Lady Gaga führt alles zusammen, was in den 80ern aufkam. Heute gibt es kaum noch eine Abgrenzung zwischen den Genres. Ein fröhlicher Mix, der sich tabufrei bei den verschiedenen Stilen der 80er bedient. Nur die kommerziellen Platten werden noch im Club gespielt, wie eine Beyoncé oder Mary J. Blige. Ich denke, dass die alte und die neue Generation zu den alten Sounds zurückkehrt. Er muss wohl besser gewesen sein. Ich denke, dass der Sound des Soul, des Funk, der Black Music, die ganze 70er und 80er Generation immer noch da ist. Der Sound wird niemals sterben. Stell dir vor, dass die Qualität von Baguettes in den späten 80ern total schlecht wurde. Es bestand nur noch aus Luft. Wurde in einer Stunde knochentrocken, hart wie Stein. Die Leute haben aufgehört, es zu kaufen. Die Bäcker haben deswegen entschieden, dass es Zeit war, etwas zu unternehmen. Sie haben das Baguette wieder besser gemacht. Jetzt ist es wieder gut. Vielleicht passiert das ja auch mit der Musik. Es ist wahr. Das ist kein Witz. It's true. It's not a joke.